Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Update-Video. Das letzte ist nämlich schon 2 Wochen her und dieses hier dürfte das letzte sein, denn der Presale hat in den letzten 2 Wochen nochmal ordentlich zugelegt und mittlerweile die 8 Millionen Marke geknackt. Wie du siehst, ist es bald vorbei. Ob es sich aber noch lohnen könnte, jetzt im Endspurt einzusteigen, möchte ich gleich im Anschluss klären, aber zuvor noch einen kurzen Blick auf den Markt. Wie ihr sehen könnt, konsolidiert sich Bitcoin weiterhin in dieser sehr, sehr schönen Spanne zwischen 60 und 70.000. Wir warten immer noch auf den nächsten Impuls. Und je länger die Konsolidierung, das weißt du bestimmt, desto stärker und größer wird auch dieser Impuls. Bitcoin hat noch nie so lange um ein vorheriges Allzeithoch konsolidiert. Momentan dürften es ja so um die 5 Monate sein. Das ist absolut verrückt. 5 Monate seitwärts, aber immer noch wirklich sehr, sehr stark, weil wir uns ja immer noch so um das Allzeithoch herum befinden. Und wenn wir uns die Top-Gewinner der letzten 24 Stunden ansehen, dann siehst du, dass das zum größten Teil Meme-Coins sind. Man merkt auf jeden Fall, dass viele Altcoins ihre Volatilität zurückbringen, aber hauptsächlich eben die Memes. Es gibt aber auch fundamentale Coins wie eben Render, die in den letzten 24 Stunden wirklich sehr gut performt haben. Insgesamt bleibt der Markt also unter der Oberfläche bullisch, und wir versuchen weiterhin aus dieser Range auszubrechen. Ich könnte mir vorstellen, dass das uns im September gelingt. Und das politische Klima spielt natürlich ebenfalls eine wichtige Rolle, da Bitcoin immer mehr Aufmerksamkeit erhält. Und eine Sache solltest du immer bedenken, es gibt unendliches Kapital, das täglich in Bitcoin fließen kann, während die verfügbare Menge an Bitcoin praktisch nicht existent ist. Und das bedeutet, dass der Preis jederzeit in die Höhe schnellen könnte, besonders wenn Institutionen und Regierungen beginnen, größere Mengen zu kaufen. Aber kommen wir jetzt mal zurück zu Wiener AI. Und wenn man sich das so ansieht, dann ist das schon echt verrückt, dass so ein merkwürdig aussehender Meme-Coin, der mich echt an CatDog erinnert, falls ihr das noch kennt, so erfolgreich sein kann. Aber gut, je verrückter, desto besser ist das natürlich in diesem Bereich. Aber es haben natürlich auch, wie du hier sehen kannst, viele große YouTuber und Webseiten, selbst solche, die normalerweise nichts mit Kryptowährung zu tun haben, über diesen Token berichtet und dadurch natürlich für ordentlich Hype gesorgt. Und übrigens möchte Wiener AI nicht einfach nur ein Meme-Token sein, er möchte nämlich auch Use Cases bieten, wie zum Beispiel KI-Trading, eine Swap-Funktion und auch gebührenfreien Handel. Ob uns das letztendlich dann auch nach dem Start erwarten wird, und ob sie ihre Versprechen einhalten, das ist natürlich eine andere Geschichte. Das wissen wir nie so genau, aber es ist immer besser, lieber etwas in Aussicht zu stellen, etwas, das wirklich einen Nutzen hat, als jetzt einfach nur ein Meme zu sein. Und was ich besonders interessant finde, ist, dass aktuell, wie du sehen kannst, 64% der im Presale gekauften Token im Staking sind. Das bedeutet, dass in den ersten 7 Tagen 64% der Tokens nicht verkauft werden können. Und diese Zahl ist auf jeden Fall bullish. Denn alles über 50% hat in der Vergangenheit oft zu einem massiven Schub beim Listing geführt. Einige Meme-Coins haben auch in den ersten Tagen dann auch direkt 5 bis 6 Mal gemacht. Könnte es also sinnvoll sein, jetzt noch einzusteigen in den letzten Tagen? Vielleicht. Wenn das Ding ein 5 bis 6 Mal macht, dann ist das natürlich definitiv lohnenswert. Aber das wissen wir natürlich nie so genau. Und überlegt euch wirklich gut, ob ihr eure Token noch staken wollt. Aktuell beträgt die APY für gestakte Tokens zwar 140%, aber ich persönlich würde das auf keinen Fall machen. Also ich stake im Allgemeinen nicht. Ich möchte auf jeden Fall die anfänglichen Gewinne mitnehmen, weil du nie weißt, was dich dann in Zukunft erwartet, ob sie ihre Versprechungen einhalten oder eher nicht. Dementsprechend lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ihr könnt, wenn ihr Interesse daran habt, über die BNB Smart Chain, aber auch über die Ethereum Chain kaufen. Zum Staken müsst ihr aber über Ethereum kaufen, denn über die BNB Smart Chain ist das nicht möglich. Und wie du sehen kannst, der Presale, der läuft noch bis Mittwoch, den 31. Juli. Und kurz danach kommt das Listing auf Uniswap. Es gibt auch ein Audit, das du dir auf jeden Fall mal durchlesen solltest zum Token, das euch da die Contract-Adresse liefert, damit ihr da noch dementsprechend
direkt loslegen könnt. Das Audit findet ihr auf der offiziellen Webseite. Die Webseite findet ihr in der Videobeschreibung. Fallt da auf keine Fake-Webseiten rein, denn da gibt es reichlich. Und an der Stelle möchte ich natürlich auch erwähnen, dass ich kein Finanzberater bin und du das alles auch immer auf eigene Gefahr machst. Ansonsten war es das von mir an der Stelle. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Danke, dass du zugesehen hast und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.